Willkommen zurück auf meinem Kanal, Leute. Euer Dance Moto wieder am Start. Und heute habe ich sehr coole Neuigkeiten für euch. Und zwar, wir haben jetzt schon Ende Oktober. Und Ende Oktober heißt, bald ist Halloween. Ja? Und das heißt nicht nur bald ist Halloween, sondern ein Tag davor ist auch quasi das Open House von meinem Händler Harley-Davidson Bergstraße. Wird ziemlich cool, ja? Also Halloween-mäßig. Spooky. Das Coole ist, am 29., also am Freitag, fängt es ja eigentlich schon an. Aber der Haupttag ist der 30. Oktober. Und warum promote ich das? Ich werde natürlich auch dort sein. Ja? Und zwar nicht als Gast, sondern ich bekomme mein eigenes Zelt. Ja? Und ja, kann euch offiziell erwarten. Das ist ziemlich cool. Auch danke an Hardy Davidson Bergstraße, dass ihr mir einfach das Zelt hinstellt. Ne? Ich werde es aber schön dekorieren, weil wir ja bald Oktober haben, oder beziehungsweise weil wir bald Halloween haben. Und das ist halt Black and Orange Days, heißt das Event. Werde ich natürlich das Zelt auch ein bisschen dementsprechend schmücken, ja. Vor allem, wenn man ein Motorrad fährt, was ein Batwing hat. Ich meine, das liegt auf der Hand, ne, was ich dann mache, oder? Auf jeden Fall seid gespannt, kommt vorbei. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ist hier ziemlich cool. Könnt ihr euch einfach vorbei, einfach abholen, wenn ihr mit mir schwätzt. Überhaupt kein Problem. Ich freue mich auf euch. Und ich werde auf jeden Fall nicht alleine dort sein. Ist doch klar, ne? Ich meine, es wäre ein bisschen komisch, wenn nur ein Motorvlogger alleine auf dem Open House wäre. Es wird auf jeden Fall noch Jekyll & Hyde am Start sein. Die haben einen coolen Prototypen dabei. Ich werde noch nichts darüber sagen. Würde mich freuen, wenn ihr auch da vorbeigehen würdet, ja, und es anhören würdet. Ich werde auf jeden Fall richtig gehypt sein, die neuen Prototypen an der Maschine, die sie mitnehmen, die ich jetzt noch nicht sage, zu hören. Ne? Zudem werde ich noch den Flo ein bisschen ausquetschen wegen Euro 4 und Euro 5. Da gibt es ja immer noch ein paar Fragen, die im Raum stehen. Freue mich sehr, natürlich den Flo wieder zu sehen. Und neben Jekyll & Hyde wird natürlich auch quasi Optik Wilde da sein. Optik Wilde ist mein persönlicher Brillendealer, sage ich mal, mein Harley-Brillendealer. Und der stellt euch die Fahrerbrillen zusammen, auch vor Ort, macht da Messungen, dies, das, Beratung. Ihr kennt ja meine selbsttönende Fahrerbrille, ziemlich geil. Und da könnt ihr euch natürlich professionell beraten lassen, besser als ich es je könnte. Deswegen überlasse ich das dann einfach den Profis. Ja? Liveband wird auf jeden Fall da sein. Ne? Essen und Trinken ist ja klar. Niemand will, dass da jemand hier auf dem Boden liegt und kurz vom Hungertod stirbt. Also da mache ich mir auch keine Sorgen, dass da jemand hungrig nach Hause geht. Deswegen wird noch quasi von meinem Händler die Sportster S verfügbar sein. Ja? Also die Sportster S Primäre. Bin ich selbst noch nicht gefahren, bin auch mega gehypt. Ich versuche über das Event auch mal die Sportster S zu fahren und ein Video zu drehen. Bin ich auch mega gespannt, wie das Motorrad quasi wirkt. Ja? Ich habe versucht, jetzt schon soweit es geht, jedes Review zu dodgen und so unberührt zu sein wie möglich. Sodass ich quasi wirklich den ersten Eindruck von der Sportster S einfangen kann. Und ihr habt natürlich die Chance, bevor ich das Video raushau, auch die Sportster S vor Ort zu sehen, was ziemlich cool ist. Ihr könnt draufsteigen und Probe fahren. Ziemlich nice. Wie gesagt, Black and Orange Days bei meinem Händler, Harley-Davidson Bergstraße. Ich werde natürlich unten die Adresse in der Videobeschreibung einblenden, verlinken. Da könnt ihr euch ja alles rauskopieren und dann würde ich sagen, Leute, ich freue mich auf euch. Ne? Ich freue mich wirklich auf euch, euch wieder mal zu sehen und einfach mit euch zu reden. Also, schon lange nicht mehr gehabt, vor allem das Event. Also mein erstes Event, was ich hatte, war sogar mein 1000 Abonnenten-Event. Ne? Da war ich auch beim Open House. Für die Leute, die jetzt noch von damals mich dort getroffen habe, schreibt doch mal bitte unten in die Kommentare rein. Das wäre so cool, einfach so 2 Jahre später mal wieder die Leute zu sehen, die beim ersten Mal auch dabei waren. Ja? Wie gesagt, Leute, ich bin da, Jekyll & Hyde ist da, Optik Wilde ist da, Essen ist da, Liveband ist da, Pan America ist da, die Sportster S ist da, hunderte Harley-Fahrer werden dort sein, ja. Und ich freue mich auf euch. Also Leute, wir steigen jetzt noch kurz aufs Bike, mal gucken, ob ich da jetzt noch ein Video drehe oder nicht. Auf jeden Fall, ja, genieße ich jetzt noch das Wetter, solange es schön ist. Ne? Also ist ein bisschen frisch, aber schön.
Und darum geht's ja, ne? So als Alljahresfahrer lässt man sich von ein paar Grad nicht abschrecken. Dafür gibt's gute Kleidung. So Leute, genug gebabbelt. Wir sehen uns dann diese Woche, diesen Samstag, ja, dort. Ganz einfach. Bei Harley-Davidson-Bergstraße. Ich bin da. Ich erwarte euch. Kuss geht raus, Leute. Bis dann. Ciao. So Leute, damit es halt nicht so kurz wird, das Video, habe ich mir gedacht, da nehme ich euch ein bisschen mit, ne, damit wir wenigstens ein bisschen gefahren sind in dem Video. Will ich euch ja nicht vorenthalten. Und zwar habe ich noch neue News für euch, ja. Ich werde was umbauen an meinem Motorrad. Und in dem Fall wird es der Luftfilter sein. Ich reiß diesen alten Luftfilter einfach runter und mache mir einen neuen drauf. Natürlich sage ich nicht welchen Luftfilter, ja, das wäre ja schon zu gut, ja, also so nett bin ich auch nicht. Deswegen sage ich euch nur, dass ich einen neuen Luftfilter dran mache und das wird auch diese Woche passieren. Und wer ultra neugierig ist, der kann meine Maschine mit dem neuen Luftfilter am 30. Oktober natürlich, wo auf dem Open House Event, ne, Black and Orange Days bei Harley-Davidson Bergstraße unter meinem Zelt begutachten. Vielleicht kann man auch eine kleine Hörprobe machen, kommt drauf an, wie ich das Zelt dekoriere. Genau, wenn ihr exklusiv wissen wollt, was für ein Luftfilter da rankommt, dann kommt auf jeden Fall vorbei, weil dann seid ihr nämlich die Ersten, ne? Da wird auf jeden Fall auch ein Video folgen, aber wie heißt es, wer nicht warten kann, der muss kommen, ne? Genau, Leute. Und das Geile ist, wenn ich meinen Luftfilter habe, das heißt, das wird, denke ich mal, noch im November passieren, werde ich nach Bremen hochfahren, zu einer Tuning-Legende in den Kreisen der Tuning-Szene. Und zwar zum guten Don Performance. Da freue ich mich schon mega drauf. Das wird richtig geil. Also Leute, ihr könnt euch natürlich auch drauf freuen. Das wird einfach nur ein Fest. Der Don, der wird sich meine Maschine schnappen, den neuen, oder beziehungsweise alles aus dem neuen Luftfilter dann rauskitzeln in Kombination mit meiner Maschine. Ja, und dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieses Baby hier mit dem Mapping vom Don plus dem neuen Luftfilter sich fahren lässt. Ne? Also Leute, ich würde mal sagen, das war das Wort zum Sonntag, obwohl wir eigentlich keinen Sonntag haben, aber sei mal dahingestellt, das Wetter ist noch zu schön. Ich fahre jetzt noch eine kleine Runde. Ich erwarte euch alle diesen Samstag, 30. Oktober, Leute. Ich bin wie ein Tonband bei Harley-Davidson Bergstraße unter meinem Zelt. Erwarte ich euch, ihr könnt euch eine kleine Belohnung abholen, wenn ihr da seid, meinen Luftfilter angucken, ne? Und bis dahin, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis dahin, Leute, haut rein. Bis dann. Ciao.